Hallöchen und willkommen zurück zu Jurassic World Evolution mit unserer kleinen Indominus Rex Dame, der es aktuell noch sehr gut geht, zum Glück. Verteilung in 7 Minuten. Ah, okay. Es gab wieder irgendwie ein Update. Warum hat der Spielwarenladen keinen Strom? Ach, wir hatten ja... Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wir hatten ja. Ein bisschen ausgebaut, damit wir auf die 3 Sterne kommen. Es fehlt auch nicht mehr viel. Das Problem ist, und das glaube ich, die Kraftwerke. Hoppala. Oh, verbesserte Leistung 3. Machen wir doch das. Ha! Oh, was jetzt? Ich habe die 3 Sterne erreicht. Entschuldigung. Ah ja, das ist Isla Sorna. Wenn es einen Ort auf der Erde gibt, auf der heutigen Erde, an dem man sich Dinosaurier vorstellen könnte, dann wäre das diese Insel. Ja, weil das die letzten Male so gut funktioniert hat. Genau. Gott, ich klinge schon wie Merkel. Entschuldigung. Ich habe die Aufnahme begonnen mit dem Hintergedanken, ach ja, du musst den Park jetzt auf 3 Sterne bringen und dann können wir die nächste Insel starten. Ich habe nicht gedacht, dass in 2 Minuten Aufnahme ich es jetzt schaffe, diesen scheiß Park auf 3 Sterne zu kriegen und deswegen musste ich gerade ein bisschen lachen. So. Inselhöhepunkte, ja, bla 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 bla. Isla Sorna ist freigeschaltet. Oh, die ist aber groß, ne? Von der Natur zurückerobert. Zähmen Sie die verlorene und verlassene Anlage B. Bringen Sie Ihre wilden Bewohner unter Kontrolle. Okay. Ambitionierte Anlage. Hier werden Sie die Landschaft ordentlich umgestalten müssen, um eine große Anlage errichten zu können. Das Potenzial ist jedoch enorm. Ja, also der Vergleich, ne? Außergewöhnliche Dinosaurier. Erschaffen Sie in der bisher größten Anlage seltene und außergewöhnliche Dinosaurier. Das finde ich doch gut. Ich würde sagen, da es der Anlage ja so gut geht und wir sie jetzt schon lange genug gesehen haben, switchen wir mal direkt zur Insel. Krasser Scheiß, so schnell geht das. Das ist Isla Sorna. Hier müssen Sie sich um eine größere Landmasse kümmern. Mehr Möglichkeiten für Erfolg und unerwartete Ereignisse, die eigentlich nicht unerwartet sein sollten. Aber naja, so ist das eben. Ja, okay. Dr. Malcolm kennt diese Insel nur allzu gut. Anlage B. Die Natur hat sich das ihre schon zum Großteil zurückgeholt. Es wird äußerst schwierig sein, diesen Ort zu zähmen. Und weil wir gerade vom Zähmen sprechen, hier sind ein paar wilde Attraktionen zu Hause. Und manche von ihnen haben auch richtig lange und scharfe Zähne. Lassen Sie sich von diesem Ort nicht täuschen. Denken Sie an den Central Park in New York. Was nach Natur aussieht, ist nur eine aufwendige Illusion. Auf dieser Insel laufen Dinosaurier herum. Aber das kann nicht stimmen. Schließlich sind sie doch eingesperrt, oder? Ihre Situation ist, genau wie ihre Existenz, sowohl künstlich als auch real. Ein rekursiver Albtraum. Sie ist wie die Drachenkurve eine potenziell gefährliche Mandelbrotmenge. Fraktal, Fraktur, frakturiert. Alles leitet sich von dem lateinischen Wort rangere, brechen ab. Wie Sie sehen, sind Schöpfung und Zerstörung ein und dasselbe. Genau. Ich glaube, manchmal überengagiert er sich in seinem Gerede. Jetzt muss ich erst mal gucken. Hier kommen sie an. Tüdelüdelü, hier ist, glaube ich, noch alles cool. Und dann geht's hier irgendwo hin. Ah ja, da streift schon jemand rum.
Moment. Karte. So, also, wir haben hier Stegosaurier. Wir haben hier Stegosaurier. Oh. Und wir haben hier Stegosaurier. Okay, also wir haben ein Spino, ansonsten haben wir nur Stegos. Direkt mal angucken. Oh. Er schläft. Die ist ja total süß. Und es geht ihr hervorragend. Naja gut, sie ist ja in freier Wildbahn. Okay, also ich fände es, glaube ich, ganz cool. Wenn man sie frei lässt. Also im Idealfall, dass man eigentlich nur den Weg absperrt und die trotzdem hier frei rumlaufen können. Das wäre eigentlich schon ganz cool. Dass man vielleicht wie hier einfach so kleine Zonen baut und ansonsten mit der Bahn und diese Kugeln kann man doch auch bauen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Gut, dann kann der Spino nicht mehr so durch die Gegend eiern. Das kriegen wir aber hin. Spino, wo bist du? Da bist du. Genau, dich müssten wir dann leider einfangen. Auch das würden wir hinbekommen. Jetzt ist die Frage, okay, Großprojekt und ich bin ein bisschen überfordert. Wie machen wir es denn am besten? Hier könnten wir die nächste Insel bauen. Und dann machen wir hier einen Zug, der so dahin führt. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Auch Futtersuche. Siehst du, du darfst die Futterstation nicht vergessen. Okay, das wird ein bisschen... Aber kriegen wir hin. Du kannst natürlich auch pauschal alles einfangen. Fände ich aber auch ein bisschen doof, tatsächlich. Jetzt muss ich mal gucken, was ist denn hier eigentlich schon? Ein ACU haben wir, ein mittleres Kraftwerk und ein... Oh, ein Sicherheitszentrum. Das ist ja sehr nice. Sturmabwehrstation. Voll cool. Gut, was wir jetzt nicht haben, ist... oh, die gehen alle wieder. Was wir jetzt nicht haben, ich schlage vor, jede freie Minute ist ein Ranger. Zu nutzen. Sie wissen schon, starten Sie Expeditionen, lassen Sie die Wissenschaftler etwas erforschen und machen Sie mir einen Kaffee. Mit Milch und zwei Stück Zucker. Ach, Klappe. Gut, das könnten wir ja immer noch hier anschließen. Betriebsgebäude, was haben wir denn da? Ein Fossilienzentrum, ein Forschungszentrum, Rangerstation. Genau, das haben wir alles noch nicht. So könnte man es machen. So. Dann haben wir da schon mal eine Rangerstation. Da. Der passt da, glaube ich, nicht hin. Also vielleicht. Nee, ist alles schon zu hoch. Okay. Ich
möchte natürlich so bauen, dass es am effektivsten ist. Machen wir es mal so. So. Dann machen wir erstmal nichts. Unsere Existenz besteht aus der permanenten Bewertung von Bedrohungen und Gelegenheiten. Ja, sieht nach einer guten Gelegenheit aus. Genau, so sehe ich das auch. So, jetzt haben wir noch Forschung und Fossilien. Die könnten wir hier hinten noch reinsetzen. Dich kriegen wir auch noch, vielleicht kriegen wir es sogar so. So. Und dann kann man doch hier. So. So. Kurz die Katze vom Tisch nehmen. Noch ein Stückchen mehr. So, oder? Und der umfasst das nämlich noch alles. Das heißt, wir brauchen nicht so viel Strom. Wobei wir hier auf jeden Fall schon mal aufrüsten werden. Ausfallschutz, verbesserte Leistung und reduzierte Unterhaltskosten. Bäm! Tempo, Grabungsertrag. Dann können wir jetzt direkt mal gucken, was wir jetzt Neues erforschen können. Ditte nicht. Ditte sind da. Wo wir immer noch nicht wissen, was da ist, ne? Mutter Burasaurus. Okay. Oh, der ist teuer. Vielleicht ist der auch gut. Spino. Oh mein Gott. Okay. Spino. Ein Stego. Oh, schön. Hier ist noch nichts. Oh, hier ist aber ganz viel Neues. Penta. Stego. Sauropelta, okay. Apato, ja, den kenne ich noch. Was ist denn ein Sauropelta? Und ein Pentaceratops. Ah, okay, aber ein Ceratops ist ja, wie sagt man denn, in einem Land vor unserer Zeit war das nicht das Dickhorn? Ich bin ein Dickhorn. Ja. Also wie Triceratops, nur mit Pentaceratops. Okay, womit fangen wir denn an? Alles so spannend. Also Spino wäre schon echt geil. Aber ein Gigant Spinosaurus und dann ein Pflanzenfresser. Okay, den will ich mir angucken. Und ich möchte wissen, was das ist. So, Fossilienzentrum. Gibt es etwa Fossilien? Ja. Okay. Dann, Forschungszentrum. Was könnten wir denn alles... Oh, wir haben drei Teams. Ah. Gehege. Erweiterte Bodenfutterstation für Pflanzenfresser. Okay, machen wir mal. Was haben wir hier?
Okay. Was haben wir hier? Oh, Medizin. Ganz wichtig. Algenvergiftung, Bandwurmparasiten, Tuberkulosebakterien, Salmonellenbakterien. Okay. Da kommen wir... Oh, der ist teuer. So schnell ist das Geld dann auch wieder weg. Kann man hier Kosten reduzieren? Ja, Forschungskosten. Tempo noch nicht. Wir könnten natürlich jetzt hier überall die Forschungskosten reinbimmeln. Dann wären die allgemein günstiger. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber wir gucken mal. Was haben wir hier? Tempo. Platz. Ja. Guck mal, da kommt die erste Expedition schon wieder zurück. Rangerstation. Ja. So. Und die Teamplanung, dann kriegen wir nämlich einen zweiten Ranger. So. Ach, ein Centaurus sieht so aus. Okay. Ja, nice. Und das ist ein Gigant Spinosaurus. Oha. Guckt euch mal die Haue an da. Hä? Ach so. Dich habe ich schon. Okay.